Ich habe eben gesagt, solche Sachen wie einmalige Erlebnisse sind selten der Grund für etwas. Das ist ein Trauma. Ganz kurzer Hinweis. Das Video, das ihr jetzt seht, ist in einem unserer Livestreams entstanden. In den Livestreams, die wir in einer angemessenen Regelmäßigkeit veranstalten, können Mitglieder aus unserem YouTube-Kanal oder Supporter von Patreon uns vorher schon Fragen einreichen, die wir dann beantworten. Zuschauen und die Auflösung und Beantwortung der Fragen mitbekommen kann natürlich jeder und wir nehmen an dem Tag auch noch in der Regel Fragen aus dem Chat an. Meistens plane ich eine Stunde und es werden dann 2 bis 3 Stunden streamen, weil ich wirklich versuche, jede Frage zu beantworten. Verzeiht mir aber deshalb bitte, wenn vielleicht die Antwort der Frage so ein bisschen mit Überlegen zu tun hat, wenn ich nicht gleich so ganz flüssig rede oder wenn Bild und Ton mal nicht ganz optimal sind. Das Ganze nennt sich Livestream, weil es nun mal live ist und da passieren auch mal kleine Fauxpas. Sollte es euch aber gefallen, dann findet ihr unten den Link zum Stream in der Beschreibung und wir haben eine eigene Playlist mit allen Livestreams. Dort sind Livestreams drin, die zum Beispiel nur um Hundetrainer-Themen oder Hundefachmann-Themen gingen, wie Ausbildung und wie startet man in den Beruf, was braucht man alles und so weiter und so fort, bis hin zu Livestreams, die wirklich nur explizit ein Thema behandeln, wie zum Beispiel Rückruf. In den meisten Streams ist es aber so, dass wir wirklich jede Frage annehmen und ich versuche auch jede Frage zu beantworten. Natürlich gibt es nicht auf jede Frage eine Antwort, die man so übers Internet geben kann, aber das seht ihr ja selbst. Also, wenn ihr mehr von den Fragen sehen wollt, wenn euch das interessiert, wenn ihr mehr mitkriegen wollt, unten ist der Link zu dem Stream. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt bei dem Video und denkt dran, wenn es euch gefällt, wenn es euch hilft, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Kostet nichts außer einen Klick. Ich bin raus für heute. Tschüss. Anina möchte wissen, mein Border-Mädchen, 14 Monate, hat vor kurzem mitbekommen, wie ein anderer Hund überfahren wurde. Oh. Die ersten 2 Tage danach wollte sie gar nicht mehr raus. Danach gab es draußen etliche Trigger, die sie an den Unfall erinnern. Dann zittert sie so stark, dass ich sie nach Hause tragen muss. Drin verhält sie sich normal. Hast du Tipps? Puh. Anina, ja, ist eine richtig, richtig beschissene Situation. Und das allerletzte, was du jetzt machen solltest, ist nach Tipps im Internet suchen. Also das, was wir jetzt, ich habe eben gesagt, solche Sachen wie einmalige Erlebnisse sind selten der Grund für etwas. Das ist ein Trauma, was du jetzt beschreibst. Das kann ein Trauma sein. Den Tod mitzubekommen, das kann einen unfassbar verändern. Und bei einem jungen Hund umso mehr. Aber nur mal von einem eine Backpfeife zu kriegen, vielleicht nicht. Wir sind sehr schnell dabei, über Trauma und sowas zu sprechen oder prägende traumatische Erlebnisse. In deinem Fall würde ich sagen, jawohl, das ist, du hast, wenn du Pech hast, hast du wirklich jetzt einen Hund, der traumatisiert ist, der etwas sehr, 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 sehr Schlimmes und Einschneidendes erlebt hat, aus dem er nicht einfach so rauskommt. Und da brauchst du Hilfe. Da brauchst du jemanden, der sich das anguckt. Weil alles, was ich dir jetzt sage, kann das ein Vielfaches verschlechtern. Aber, um so als kurzen Hinweis, was ich bei solchen Hunden mache, ist, dass ich versuche, dass die Hundefreunde findet. Das heißt, 14 Monate altes Border-Mädchen, ich würde so 2,5, 3 Jahre alte Labrador-Rüde, 2, 3 Stück, die richtig toll findet, mit denen man ab und zu mal zu Hause bei euch im Garten spielt oder so, dass sie die toll findet. Irgendein Hund, der sich vor nichts erschreckt. Und dann geht man mit denen zusammen spazieren. Das könnte zum Beispiel ein Anhaltspunkt sein oder ein Ansatz sein. Aber sei mir nicht böse, wenn ich das so sage. Mach das bitte nicht übers Internet. Da kommst du auch nicht mit Klick für Blick und so einer Scheiße weiter. Das ist, wenn das wirklich etwas richtig Hartes ist, wenn die wirklich Angst hat, wenn Triggerwarnung. Wer jetzt mit sowas nicht gut klarkommt, geht 2 Minuten weg. Ich beschreibe jetzt etwas ein bisschen bildlicher. Stellen wir uns die Situation vor, du gehst raus, auf der anderen Straßenseite ist ein Hund, der reißt sich los, rennt zu dir oder so und wird dann irgendwie überfahren. Das ist ja nicht einfach nur Knack und vorbei. In den meisten Fällen ist das mit einem unfassbaren Jaulen, mit ganz viel Leid, mit Blut, mit allem verbunden. Also alleine nur ein Hund, der angefahren wird und das überlebt und nicht, die schreien so markerschütternd, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe das mal gehabt, in den ersten Jahren bin ich vom Baumarkt runtergefahren, 2 Autos vor mir, rannte so ein Husky über die Straße, weil die ist ausgebrochen, wollte der Tochter hinterher und ist da angefahren worden. Die hat geschrien wie am Spieß. Die hatte zum Glück gar nichts. Aber die hat geschrien
Ich kann es gar nicht beschreiben. Und diese Dinge, markerschütterndes Schreien oder so, wie man das auch immer nennen will, ne? Oder solche extremen Trigger sind nichts, was mit ein paar Leckerchen und einem Klicker gelöst wird, wenn du Pech hast. Manche Hunde rappeln sich auch irgendwann auf, für manche Hunde ist deine Gruppe ganz wichtig. Ich würde höchstwahrscheinlich mit vielen anderen Hunden arbeiten. Mit einer Gruppe Hunde, weil eine Gruppe gibt Sicherheit. Ein einzelnes Tier als Rudeltier ist immer schwach. Das heißt, ich hole mir dann möglichst viele andere Tiere dazu, die damit umgehen können. Und das kann ein unfassbar schwieriger Trainingsaufwand sein. Ich drücke dir echt ganz, ganz doll die Daumen, Nina, dass du da eine Lösung findest. Richtig, richtig, richtig scheiße. Also das hat nicht nur deinen Hund geschockt, das hat wahrscheinlich auch dich und alle anderen geschockt, die da waren. Sowas ist nicht schön.